Und hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. So, eigentlich sollte jetzt alles funktionieren. Ich teste nochmal einen Test, um zu testen, aber Test funktioniert. Aufnahme stoppen, Aufnahme läuft. So, und hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. Es geht wieder weiter mit Tomb Raider War of the Worlds. Und ich habe es bestimmt jetzt schon gefühlt 3 Monate nicht mehr gezockt. Und ich weiß gar nicht, wo ich hier bin. 264, das ist die höchste Nummer. Ich will die einfach mal an. Ja, und... ich erinnere mich. Hier war ein Rätsel. 2, 4, 3, 1. Genau. Da muss man das hier eingeben. Wo war das nochmal? Ach, hier muss man das eingeben. Aber... ja, ich muss erst nochmal überlegen. Also Westen ist gar nichts. Norden ist die 2 und die 4. Oh. Genau, und hier muss irgendwo noch ein Hinweis versteckt sein. Ich weiß nicht, hinter? Hinter stand da auch noch was, ne? Ja, genau. Norden, ich schreibe mir das mal eben auf den Zettel, weil sonst bekomme ich das bestimmt nicht gelöst. Jetzt habe ich keinen Zettel hier. Da nehmen wir den Zettel. Also, da steht NSW1. 1, 2, 1, 1. Genau. Das waren, glaube ich, die beiden Informationen. Und hier haben wir stehen. Ich habe auch mal auf den Zettel. N, 2 und 4. E hat die 1 und S hat die 3. Puh, das ist eine Mathematikaufgabe. Ich bin ehrlich, ich habe gescheatet. Ich glaube, da wäre ich nie drauf gekommen. Und die Logik habe ich auch nicht so ganz verstanden. Ich habe gegoogelt. Wie geht das denn hier überhaupt? Warum kann ich jetzt hier nichts eingeben? Ach, mit Tastatur, ne? Also der Code müsste 1121 sein. Mal eben testen. Yippie-yay. Ja, können wir mal gerne mal Kommentare schreiben. Oh, da kommen ein paar böse Jungs. Ja, geht doch. Ja, ihr könnt mir eben in die Kommentare schreiben. Ups. Moment. Irgendwo. Ich sehe keinen. Wo bist du? Irgendwo oder was? Ah, da ist der. Eieiei, der hat sich aber mal gut versteckt. Okay, was wollte ich sagen? Könnt mir gerne Kommentare schreiben. Wie man nicht drauf geht. Da war doch einer. Okay, ich weiß Bescheid, da sind 4 Kollegen. Ja, kein Problem. Aha. Geht doch. Er wollte noch im Fallen, wollte er noch schießen. Wo sind die hin? Irgendwo sind noch welche, ne? Wo seid ihr? Da ist die Ecke. Ey, wo ist der jetzt hin? Kollege, where are you? Da oben ist der. Okay. Ja, bleib schön stehen. Hallo? Warum gehst du nicht tot? Ja, okay, ein bisschen gedauert. Aber irgendwo muss noch einer sein.
Meine Energie werde ich mal eben auffüllen. Was haben wir so leckeres im Angebot? 60%, ein bisschen viel, 100 sowieso. 10% ein bisschen wenig. Ja, so ein Döschen geht immer, ne? So, mal gucken, wo der andere Kollege ist. Oh! Irgendwo hat sie was entdeckt. Da oben. Da oben. Dann nehmen wir mal wieder die Pistole. Ja, ja, ist ja gut. Ich bin nicht so schnell. Ach, da oben ist er. Konzentration. Ja, ihr seht schon, ich bin nicht so der beste Schütze. Und langsam bin ich auch noch. Ich denke mal, das war's. Gut, was wollte ich gerade sagen? Ihr könnt mir bitte gerne in die Kommentare schreiben, wie das Rätsel zu verstehen ist, weil ich habe das hier mit dem Code hier nicht verstanden. 1121, wie man da drauf kommt. Oder muss man einfach den Code nehmen? 1121, ne, hier steht 1211. Ja, okay. Irgendeine Lösung wird es dafür schon geben. So, ich denke mal, ich gehe mal jetzt hier hinein. Wo kam der denn her? Wo kam der Kollege denn her? Also, wie jetzt da noch einer ist. Was haben wir hier? So, jetzt schauen wir mal. Einfach hier runterspringen. Puh. Ich weiß nicht, soll ich? Komm, einfach mal springen. Ist doch egal. Bin ich unten? Sollte ich überhaupt hier nach unten? War ich hier schon? Kann man hier noch was finden? Na, gehen wir. Gehen wir einfach mal hier hinein. Na, ich glaube, ich nehme mal lieber was Handfestes. Ja, Granatwerfer ist ein bisschen übertrieben. Ja, die ist gut. Okay. Aber von der Musik her, würde ich mal so behaupten, ich bin richtig. Da ist doch was, ne? Ja, dankeschön. So, da liegt auch noch was. Ne, das ist nur Müll. Gut, 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 gut. Ah, muss ich hier springen? Vielleicht. Oder obwohl. Kann man hier hoch? No. Und du? Ah, kriechen. Ja, dann kriechen wir mal eine Runde. Wer war das nochmal? Ach, ein Geheimnis. Ein Pflänzchen. Ja, das nehme ich auch mit. Ja, mehr kann man hier nicht machen, ne? So. Muss da bestimmt irgendwie hoch. Und die Frage ist, wie? Ich meine, diese Schräge ist hier mit Sicherheit nicht umsonst.
Kann man sich ja festkrallen? Ich weiß nicht. Nö. Kann man nicht. Ah, kann ich hier drauf? Ah, die war aber schon nah dran, ne? Dann kann ich da weiterspringen. Genau, machen wir mal keine Gefangenen. Mal sofort hier drauf. Oh, eine Schlange. Eine Schlange. Ach komm, die Schlange lassen wir mal. Schlange sein. Liegt hier noch irgendwas Interessantes? Nö. Macht da gerade so ein schönes Päuschen, die Schlange. Kann man noch hier rüber springen? Bringt nichts. Was liegt da? Ich habe gerade was gesehen. Okay. Ein Steinchen. Ich wusste, irgendwie wusste ich es. Ich wusste, dass es was kommt. Ah. Dann mache ich so. Und so. Ja genau, so muss ich tun. Wenn sie stehen bleibt, so, so. Hat funktioniert. Hat das war mal knapp. Nicht, dass der Stern mir jetzt noch auf den Kopf fällt. Was ist hier los? Stein, bleibt da bitte einfach liegen. Danke. Puh. Puh. Ja, und nu? Ich denke mal, ja, jetzt gehe ich wieder nach oben, ne? Vielleicht kann man jetzt abkürzen. Ne, geht nicht. Und die Schlange ist heile geblieben, ne? Ja, klar. So, jetzt schauen wir uns das mal an, was das gebracht hat. Der Stein noch irgendetwas bewirkt? Eigentlich nicht. Ich höre Schritte. Jetzt brauche ich Energie. Na, okay. Den Kollegen, den sollte ich ja wohl eliminieren können. Komm. Auf was kommt nicht noch ein Stein? Warte, ich speichere mal lieber ab. Wer weiß, wer weiß. Irgendein Special Effekt. Entrance to the tunnel.